Wanda plays a new Tetris? Was, bist du eine Katze? Sure? Okay, ich spiele gerade Tetris. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Alice Mayer. Hier dran ist Jovi hier. Wir sind der Alan, wir sind im Waisenhaus, die Lehrer, die Kinder sehen nett aus, doch dann auf einmal in der Nacht haben wir einen sprechenden Schmetterling gehört, der eigentlich schon tot sein sollte. Hat gesagt, hilf mir, hilf mir. Und jetzt sind wir zurück in unser Zimmer gegangen und dann war auf einmal eine kleine schwarze Katze dort. Und die ist in den Schrank gegangen, wir sind hinterher und auf einmal komische Geräusche, unheimliche Geräusche. Oh je. Jeip! Ja, du warst die Katze. Ja, hätte mir klar sein müssen. Hier, Alice mehr, hä? Wie die Grinsekatze. Man merkt wirklich, was die Musik ausmachen kann. Es ist nicht viel, was man sieht, aber die Musik lässt einen vermuten. Ach, du liebes Liesle. Jeip! Jesus! What the hey? Now if this isn't a strange little human I've never seen before. What's that? Why yes. Ich hab dein Grinsegesicht gesehen. If you say you're dreaming, Alice, then sure, this is a dream. Wen nennst du hier Alice? Ich bin Alan. Oder ist Alan die männliche Form von Alice? Because here, what Alice says and does is everything. Ist Alice hier irgendwie die Königin? That's not your name? Oh no, no. Alice is Alice. And that's because I say so. That contradicts what I just said? Maybe you're onto something, kid. This place is chock full of weirdos. I'm just one of them. Hat er gerade hier miaut und gelacht zur gleichen Zeit? Ich mag den Typen. Der ist obstrus. Oh, don't say that. You don't stop in the middle of a good meal, do you? Same for dreams. Ich dachte schon gerade, worauf willst du hinaus? Mitten in einer Mahlzeit? Ach, mitten im Traum. Got a savor. The taste. Oop, well, I'm busy as in a look. Alright, I'll smell ya. Aha. Komischer Kollege. Ist er Alice? Bin ich Alice? Ich weiß es nicht. Phone open. Aha. Gut, dann gehe ich mal wieder. Einen anderen Weg gibt's nicht, oder? Oder doch? Habe ich ein Item? Ich habe nicht mal ein Notebook. Ich habe kein Notebook. Moment, weil es ein Traum ist. Im Traum habe ich andere Items, oder wie? Warte, vielleicht von hinten an. Oder hier weiter? Ach, hier geht's weiter. Der Lehrer hat schon gesagt, wenn du das Tor siehst zu einer anderen Welt, geh nicht hindurch. Ja, jetzt bin ich hier. Was soll ich machen? Und du bist? Bist du der weiße Hase? Hast ein halbes Ohr verloren? Oh, another visitor. That makes six. Hm? That doesn't add up. Oh, never mind. Good evening, Alice, and welcome. I'm the White Rabbit, the guide of this world. It's a rather big place, so call me if you need anything. Though I should note, I won't move from this spot. It's just a pain, really. And right now there's a pressing matter of the keys to the world those gone going missing. Four of the five are no longer here. But I think I can hazard a guess as to who has them. As previously stated, I don't want to move an inch. So Alice, I'd like to ask you to recover them. How does that sound? Naja. Wollen wir mal dem Weißen Haus ein bisschen aushelfen, oder? Natürlich. You have my thanks. Luckily I do have one of the world keys on hand, so you can already go in one. Knowing who we are dealing with, I'm sure he's scattered them all across the world. Once you find one, please bring it back to me.
And don't be shy about asking any other questions you may have. But only once. I don't care to repeat myself again and again. This guy is a pain face just now, wasn't it? Ach, der sagt es von mir. Hab ich dieses Gesicht gemacht? Ja, gebe ich zu. Oh well. I hope to have your assistance. Aha. 5 weitere, ich bin der 6. Heißt das, die anderen Kinder haben Schlüssel geklaut? Oder die anderen Kinder haben Schlüssel und der... Und wie hieß der, glaube ich, im Original? Cheshire heißt, glaube ich, die Katze. Hat der oder die Schlüssel geklaut? The writing is too messy to read. Hab ich einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Kannst du mir ihn geben? Yes, what is it? About the world? Generally speaking, a world is a place that embodies the hidden side of an Alice's heart. Alice's. In Mehrzahl? Ich hab da mal ganz früher so ein Video gesehen, so ein Musikvideo oder ein Reimvideo, zu dem ein Video gemacht worden ist, ja? Ein Reim, wo es von verschiedenen Alison beschrieben hat. Jede Person, ob nun Junge oder Mädchen, hat eine andere Eigenschaft gehabt, ja? Ach, darauf ist das bezogen, weil in diesem Reim war nämlich auch zum Beispiel ein Geschwisterpaar vorhanden, die sich halt beide sehr geliebt haben, die aufeinander aufgepasst haben. So muss man das wahrscheinlich sehen. Ah. Because their surface heart is soon to vanish, you see. They may be locked or unlocked, but primarily are locked. People don't like others trembling on their hearts, after all. I manage the keys, so just ask, and you can go in and out. So long as you recover them from me, Alice. Incidentally, the doors can be opened from within without a key, but not from the outside. The world doors can be found in the area behind me. Well then, I hope to have your assistance. Aha. Verschiedene Welten. Jede Welt eine Ansicht, eine Darstellung des inneren Herzens einer anderen Person. About the White Rabbit. About me. Other than being a guide, I like children, I suppose. Well then, I hope to have your assistance. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mann ist oder Frau. Aber ich nehme einfach mal an, es ist ein... Ah, Cheshire Cat. Hatte ich mich sogar richtig erinnert. He is another guide. You met him earlier, yes? This sort of him makes me sick. A very ill-natured cat he is. I have him to thank for this ear and this off-color skin. Our tastes don't match at all. And frankly, I hate everything about him. Next time we meet, I'd like to give him a piece of my mind. Well then, I hope to have your assistance. Gut, ich glaube, die Stimme habe ich punktgenau getroffen, weil der Cheshire sieht eher aus wie dieser Hihihi, dieser immer witzelnde, ärgerbringende Typ und der weiße Hase ist eher dieser, ich habe die Schnauze voll davon, Typ. Ich würde mal behaupten, dass der weiße Hase auch ein Junge ist. Wenn nicht, dann, naja, woher soll man das sehen? Anhand der Pixel. Hallo? Hallo? Ziemlich dunkel hier. Ist das Spiel abgekackt? Hallo? Ich sehe gerade gar nichts. Okay, das, ganz ehrlich, das hat mich dran gekriegt. Ich habe gerade wirklich gedacht, das Spiel ist abgekackt, ich müsste es resetten. Anscheinend hat es nur eine extrem lange Ladezeit gehabt. Yo, ja, mein lieber Cheshire, ich sehe, du bist in Marmelade reingetreten. Yo, you doing well for yourself?
I'm feeling fine. Könntest du so sagen, you're feeling feline? Kleiner Witz, weil feline heißt Katze, aber... Keith would know, sir. That's the truth and nothing but. Sure, I did steal him. But only because somebody else asked me to. Can't tell you who? Nope. I may be a liar, but I wouldn't lie to a friend. Friend. Sicher. Deshalb stehst du da in Blut. Any other way to unlock him? No. Course not. Maybe if you told me your mom's maiden name or the name of your pet. Whoops. Don't remember. Hä? Soll das eine Anspielung sein, dass wenn ihnen fällt das Passwort nicht ein? Hä? Besides, I'm just a guide. All I give are hints. So here's your hint. There's one to be found in each world. Eh? Why you ask? I'm only as much of a pain as you know who is. Ja, es ist ein Er. Gut. The White Rabbit, I mean. Ach, just saying his name ruffles my fur. He messed me up just as bad underneath this here hood. Wanna take a look? Maybe a tad grotesque for a little unlike you. Alright, time's up. See you later. Hey, and good luck. Das ist doch Blut, oder? Was da liegt. One must not peer into the heart of man, for the heart is ever questioning. Up to two times can be forgiven, but one who cannot answer the heart's third question will fall into an eternal slumber. Soll das bedeuten, ich krieg nur zwei Chancen, beim dritten Mal bin ich tot, endgültig? Heißt es das? Oh. Wer bist du? Ach, du bist die Letty, oder? Oh, morning, Alice. Hey, I'm really bored right now. So let's play. Okay. Hehehe, alright. What should we do? Wanna open the closet? I'm really bad right now, so... Bored, also, wanna open the closet? Na gut. Open? Bin ich tot? Ach nein, jetzt bin ich in ihrer Welt, hä? Hä? Wie? Wer? Was? A small wooden chest. A small knife? Wofür das Messer? Zum Schnitzen? An empty cup. Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? A book labeled Mother Goose. Turn the pages. The Queen of Hearts. The Queen of Hearts, she made some tarts and all on a summer's day. The Knave of Hearts, he stole the tarts and took them clean away. The King of Hearts called for the tarts and beat the Knave full sore. The Knave of Hearts brought back the tarts and vowed he'd steal no more. Die Tarts, diese Pop-Tarts oder wie diese Küchlein, hä? They're all falling apart. It's empty. It's gloomy outside. Das war ich nicht. Die ist von selber zerbrochen. It's gloomy outside. It's shattered. Wer hat's zerbrochen? It's locked. Bitte was? Ach, es ist diese Art Spiel, wo ich hier drin das Richtige finden muss. Der Vorhang falling apart. Leave it be. Small knife. Strange plant. There's something within the leaves. Pull the leaves. The leaves are too stiff to pull with your bare hands. Das Messer. Small knife. Take it. Obtain the small knife. Strange plant. Something inside. Cut with the knife. Schnick schnack. Cut the leaves with the knife. Obtained a notebook scrap. Oh, da haben wir die Geschichte. My house is deep in the forest. There are lots of animals, and the air is really nice. It's a wonderful place. My family is mother, father, and one more. He's always with me, always there for me, from good morning to good night. But it's too bad he can't play tag or anything with me. Wer klopft da? Hulala, hulala, ich speichere. Das ist also eine Erinnerung von der Letty,
Aha. Tressa, Tressa. Ach, der Tressa macht mir schöne Augen. Tressa, Tressa, I am Tressa. Content none, medal none, none, none. Und du? Filled with gloves. Ach, der hat keine Persönlichkeit, aber der... Mich sieht keiner. To my family. Do you know where my gold medal is? I had it in my pocket before bed. If you find it, put it in the very top dresser drawer on the left side. Dad. Also, das hat der Vater geschrieben. Hot. Hot, hot. Da wird gekocht. Delicious looking mushrooms. Ja, super. Die lassen einen fliegen. It smells delicious. It smells delicious. It smells delicious. Sogar wenn es geschnitten wird. Water doesn't come out. Das riecht nicht deliziös. Vielleicht einem Sack. Tasty looking fruits. Content none, medal one, none none. None none none. It's locked. Okay, ich muss also eine Medaille finden. Items, small knife. Vielleicht schneiden. Also es wird so ablaufen wieder, dass wenn ich das richtige Item habe, dann kann ich es irgendwo nutzen. Da habe ich Strange Mushrooms grow here. Have a taste. Have a taste. They have an ominous color. Leave them be. Okay. It's empty. Variety of books. Queen of Hearts. Tatatats. Nothing planted in it. Slightly large knife. Hä? Hat die nicht wohl ein kleines Messer? It's gotten messed up a little. Small wooden chest. Vielleicht ist da was drin. Wisst ihr was? Ich speichere einfach mal und dann esse ich die Pilze mehr als sterben. Kann ich wahrscheinlich nicht. Have taste. Eat them anyway. Okay. Wir können also in diesem Spiel sterben. Aha, wenn man die falschen Entscheidungen trifft. Okay. Hab verstanden. Entschuldigung, ich bin halt neugierig. Neugier ist der Katze tot. Ich habe das kleine Messer. Kann ich das große mit dem kleinen austauschen? Muss ich vielleicht die Pflanze um... Muss ich das vielleicht umtopfen? Gute Frage. Was soll ich tun? Delicious, nothing inside. It smells delicious. Smells delicious. No water's coming out. It's locked. Vielleicht was beim Fenster. It's gloomy outside. Gloomy outside. Los, brich. Brich schon. Nothing of interest. Ha. Mit den Pilzen kann ich auch nichts machen. A slightly large knife. Was ist in der wooden chest? It's a little small wooden chest. There's nothing inside. Ach, nothing inside. Ah. It's empty. Falling apart. Was must I took some clean. Bitte nicht full store. What's the no more? Shattered. Das ist immer die Schwierigkeit für mich. Ich bin in einem geschlossenen Raum. Ich muss also irgendwas Richtiges finden, mit dem Richtigen interagieren, damit was passiert. Nan, nan. Leave them be. Muss ich die für irgendwas nutzen? Vielleicht die Schlimme. Mother Goose, Queen of Hearts. Wieso kann ich eigentlich nicht die Mother Goose Story lesen, sondern nur die Queen of Hearts? Nothing of interest. Da ist nichts zu lesen. Vielleicht unterm Tisch vielleicht was. What medals? Very top. Aha. Smells delicious, smells delicious. Willst du was lesen? Ich weiß gerade nicht weiter. Was soll ich tun? Das große Messer vielleicht was nehmen? Kann ich vielleicht doch Sachen austauschen? Nein, kann ich nicht.
Dann sagt die Zeit, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich will ja auch weiterkommen. Gloomy hat Zeit. Leave it be. Variety of books. It's empty. Empty cup. Ich übersehe nichts, oder? Slide. Da ist ein großes Messer. Ja, aber ich kann es nicht nutzen. Da ist auch nichts, da ist nichts eingepflanzt. Vielleicht kann ich da was einpflanzen, aber was soll ich einpflanzen? Die Pilze zum Beispiel, dass die schön wachsen. Hot. Hotter geht das nicht. Es ist das richtige heiße Eintopf, wenn es heiß ist. Ich drück nochmal alles an. Irgendwas muss es hier zu finden geben. Nothing of interest. Im Bett vielleicht. Im Bett vielleicht. Vielleicht irgendwas an der Teppichkante. Locked. Soll es offensichtlich sein? Wenn ja, sehe ich es nämlich nicht. Vielleicht sowas wie eine Falltüre, die versteckt ist. Irgendwo. Small wooden chest. Das ist nothing inside. Ich drücke eigentlich an die Seite. Nothing planted inside. Turns pages, Queen of Hearts. Ich habe doch alles durchgemacht. Was soll ich tun? Die Pilze essen bringt dir auch nichts. Muss ich jetzt ernsthaft schon wieder ein Walkthrough in Betracht ziehen? Weil ich meine, ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich bin in einem geschlossenen Raum. Was? Ob deine Godmodel? Doch im Bett. Ich musste nur richtig drücken. You have a medal? Insert back where it was. Top. Left side. Medal where belong. Thank. Give this. Obtain the notebook scrap. Jetzt geht's weiter. Sehr schön. My mother isn't my real mother. I heard my real mother passed away from an illness. The mother I have now often teases that girl. Ach so, das ist der Junge. So I take the brunt of it for her. I'm responsible for all the hurtful things. But when she is beaten, I can't protect her. Der nächste Raum hat sich geöffnet. Es geht weiter. Jip, 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 jip. Oh, wir sind draußen. A water well. It's empty. Die Musik, die im Hintergrund spielt, das ist doch der Nussknacker, oder täusche ich mich? Hä? Wer bist denn du? Wanna play the new Tetris? Was, bist du eine Katze? Sure? Okay. Okay, ich spiele gerade Tetris. Wieso spiele ich Tetris? Aha. Na, hoffentlich gewinne ich auch. Ah, das war schlecht. Wobei, kann ich das austricksen? Hä? Oh, bin ich... Nee, jetzt habe ich mich selber hier verschanzt. Weil wie soll ich das Loch da unten füllen? Ja. Ja. Ah, jetzt komm. Jetzt geht's. Ja, wunderbar. Bin ich gut. Ernsthaft? Neues Tetris? Was zur Hölle? Hep. Gut.
Wie lange muss ich das hier spielen, bis ich verliere? Das kann aber schon dauern, denn ich bin gut. Ups. Ich brauche ein langes Teil. Feine Sache. Pieps. Jawohl. Typ. Kann ich irgendwie einfach raus? Oder muss ich das spielen? Ich bin gerade verwirrt. Aber ich spiele Tetris. Das habe ich früher schon gemacht. Mache ich heute immer noch. Ich habe keinen guten Platz dafür. Was ist, wenn ich Escape drücke? Geht nix. Shift. Ich muss anscheinend jetzt weiterspielen, bis ich verliere. Wisst ihr was? Ich tue mal absichtlich verlieren, mal sehen, was passiert. Und? Bin ich tot? Game over, Level 2. Okay, wir konnten Tetris spielen. Wunderbar. Was für ein kleines, schönes Easter Egg. Oh nein. Bist du traurig? I'm thirsty. Du bist durstig. Thirsty, was sagt das Schild? Was ist das? Was ist hier denn? Ein altes Feld, nur nichts da. Soll ich dir was vom Brunnen holen? Ein bisschen Wasser. Da glänzt doch was. Pick it up. Obtained a shard of XXXX. Was? Was habe ich aufgenommen? Warm. Ich habe von irgendwas ein Bruchstück aufgehoben. A water well. True water? Ah, yes. It might be hard to drink it like this. Dann holen wir einen Becher raus. Der ist doch leer, richtig? An empty cup. Take it. Danke. Obtained an empty cup. Sehr schön. Feine Sache. Water well? Water drawn from the well. Fill the cup. Move the water to the cup. There's something by the well. Obtain the notebook scrap. Aha. One day, Mother said we'd go for a walk. I didn't want to, but she dragged me by the hand into the forest. Like usual, after walking a long way, Mother said we'd take a break. You stay here, she told me, and I sat there the whole time. Ja, das wäre damit doch hier an Hänsel und Gretel. It got dark. I was scared. It was pitch black. I was so scared. So I closed my eyes and talked to him. What's your name? What's your favorite food? What don't you like? I was surprised. He wasn't like me at all. Wer war nicht so wie du? Mit wem hast du geredet? Mit dem Geist? Mit dem Geist des Waldes? Hä? Also so kann man, ich denke, so werden wir nach und nach herausfinden, ich glaube, das mache ich jetzt noch weiter, wird man nach und nach herausfinden, wie die Kinder in diese Einrichtung gekommen sind. Weil es ist ja so eine Art Waisenhaus. Das heißt, mit ihren Eltern ist was passiert. Diese Eltern sind gestorben, sie wurden ausgesetzt, was weiß ich. I'm thirsty. Give us a cup. Water. Auf Ex. Geht's dir besser? Thanks, I was really parched. I woke up here, but there's no one around. I was too scared to move. Alan, do you know where this is and why we're here? A dream? Really? Is that right? I was surprised. It looks exactly like where I used to live. Rick isn't here. He's usually always there holding my hand in my dreams. It's really scary on my own. Rick. Ich bin doch auch da. Alan, that's right. I'm not alone. Plus, this is a dream. I can just wake up and things will be back to normal. Okay, let's play. It's my first time playing with someone else in a dream. Worauf führt das hinaus? The words on this sign are too hard for me to read. But can you read it, Alan? It seems like some kind of riddle. Looks neat. Oh, and don't run too fast. I'm a pretty slow walker. Then leave me alone, okay?
da sitzt doch da oben, da sitzt doch was. Hey, hey! Read, read the sign. Was sehe ich da? Soll das sowas wie Augen darstellen? The two paths look very much alike, but their ends are slightly different. Where are they different? Answer in numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Read it, you read. Tell me, if you know. Don't mess up. Wow, you read it all. You're amazing. I hate studying, so I usually sneak away at study time, which makes teacher mad. Oh, but I can read clocks. Aren't I great? Aha. Das heißt, die Bilder sind unterschiedlich und die Unterschiede soll ich ihm sagen, wie viele Unterschiede es sind. Lass es mich gucken. Ich schaue mir mal das eckweise an. Die Unterschiede. Da links unten ist nichts anders. In der Mitte, wo die Schilder sind, sind da Unterschiede? Ich glaube nein. Ich schaue mir mal rechts den Teil an, wo diese Zettel liegen. Da sehe ich auch keinen Unterschied. Da oben rechts. Da sehe ich auch keinen Unterschied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Da sehe ich auch keinen Unterschied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind überhaupt Unterschiede? Ich sehe da keine Unterschiede. Just spot the differences. Have to check the smallest details. It might help to look at it sideways. Was? Sideways? Manchmal hilft, wenn man die Augen so ein bisschen kreuzt, dass es verschwimmt, aber das ist nur bei zwei Sachen. Just spot the differences. Ist es da oben bei den Bäumen normal? Ich glaube ja. Ich sehe ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich sehe keine Unterschiede. Ich sehe keine Unterschiede. Ich glaube, ich tue da erstmal ein bisschen. Ich tue mir das vielleicht offscreen ein bisschen anschauen, bis wir uns in der nächsten Ausgabe wiedersehen und vielleicht weiß ich dann die Antwort, weil das ist schwierig. Es könnten 1, es könnten 6 Unterschiede sein. Ich sehe eigentlich gar keine Unterschiede. Da muss ich ganz genau gucken. Also dann, meine Damen und Herren, das ist ja jetzt wirklich interessant geworden. Wir schlüpfen also in die Träume unserer neuen Hausgenossinnen und Genossen hinein und erfahren was über ihre Vergangenheit, wie sie dorthin gekommen sind. Und wir brauchen ihre Weltenschlüssel, ansonsten ist der weiße Hase nicht zufrieden. Ein bisschen unheimlich, ein bisschen faszinierend, ein bisschen hier märchenhaft gestaltet. Schön, finde ich, wirklich etwas für abends, bevor man schlafen geht. Und ja, wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Alice mehr gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Show, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.